Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Moin! Schön, dass ihr wieder da seid zur diesjährigen Folge des Sanitäterverschaffens. Wir hatten uns eigentlich auf so einen wöchentlichen Rhythmus geeinigt. Das war mir zu viel. Denn okay. Wird das wieder so ein Lachflash? Nein, ich krieg das noch rechtzeitig abgeweicht. Okay, sehr gut. Hold your stuff. Gewusst. Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge des Sanitäter Fresh Ups. Nicht diesjährig, sondern diesmontäglich. Dieses Mal haben wir mitgebracht. Das Thema heftig in der Brust. Als Alarmstichwort. Genau. Und Symptom. Und überhaupt. Also die Gesamtfrage, Brustschmerzen, was nun, was könnte das sein, genau. Was machen wir bloß? Ja. Was haben wir dafür im Gepäck? Wir haben im Gepäck, haben wir gesagt, die Angina pectoris wollen wir einmal uns kurz nochmal wiederholen. Wir wollen einmal so ganz allgemein das akute Coronarsyndrom machen. Den Spezialfall wolltest du gerne mitnehmen, des Aorten, der Aortendissektion, Aortenruptur, Aorta kaputt, so würde ich das jetzt mal nennen. Ja, ja, ja. Und dann die beiden wichtigen Differentialdiagnosen, Interkostalneuralgie und Panikattacke, die das eben auch machen können, die aber Gott sei Dank nicht so kritisch sind. Ja. Genau. Fangen wir vorne an? Würde ich auch sagen. Sehr schön. Angina pectoris. Angina pectoris, wir haben das bestimmt schon dreimal erwähnt, schlau für Brustenge, ja, für uns nicht zu unterscheiden vom akuten Coronarsyndrom so richtig, macht vor allem genau das. Ne? Brustenge, Brustschmerz, Luftnot, ja. Das wird nicht wesentlich besser mit Atmen oder sowas. Das wird über die Zeit nicht dauerhaft besser. Ja. Ich glaube, das Einzige, was man machen könnte, ist bei Belastung schlimmer. Aber genau, bei einer Belastung wird es schlimmer. Ja. Da müssen wir grundlegend immer vom Schlimmsten ausgehen. Und das Schlimmste ist eben der klassische Herzinfarkt als Ursache. Hm? Ist halt auch für uns schwer zu unterscheiden. Also letzten Endes das Problem ist ja, es kommt nicht genug Blut am Herzmuskel an und der Herzmuskel kriegt nicht das, was er braucht an Sauerstoff und Nährstoffen. Ob das jetzt Verschluss ist oder eine Verengung oder eine Kombination der beiden Dinge, woher sollen wir es wissen, können wir nicht, die Symptome sind identisch. Genau. Ne? Nur kurz als Erinnerung, warum es diese zwei gibt, das Herzinfarkt ist der Verschluss, ne? Also da ist tatsächlich das deutlich verengt oder vollständig verschlossen, das Gefäß. Die klassische Angina pectoris ist einfach in der Regel, dass diese Herzkranzgefäße, die das Herz also versorgen, ja, krampfen. Ja, und deswegen ist es auch zu eng, aber es ist sozusagen, es besteht die Möglichkeit, dass es von alleine wieder aufgeht. Nur, dass ihr wisst, warum wir das überhaupt als Krankheiten unterscheiden, wenn die Symptome doch gleich sind und wir es von außen im Sanitätsdienst auch erstmal nicht unterscheiden können. Behandeln wir immer gleich, ne? Behandeln wir immer als akutes Coronarsyndrom. Genau. Gehen wir immer davon aus, dass es schlimm ist, bis zum Beweis des Gegenteils. Wir haben den Sonderfall, der zählt da so ein bisschen mit rein, der macht aber ein paar andere Sachen und der ist wirklich dramatisch, wenn wir ihn mal feststellen. Eine Aortendissektion oder Aortenruptur. Kurz, was passiert da? Letzten Endes, Aorta ist ja auch nichts anderes als der Fachbegriff für unsere Hauptschlagader. Das ist quasi der große Hauptkanal, der aus dem Herzen mit dem frischen Blut rauskommt, um es bei uns im Körper zu verteilen. Und aufgrund verschiedener genetischer Ursachen, aufgrund der Art und Weise, wie unser Körper in der Evolution gebaut wurde, kann es da durchaus passieren, dass es zu Schäden eben in der Wand dieser Hauptschlagader kommt, die dann halt zum einen zu Aussackungen führen können, die nicht weiter dramatisch sind, die aber am Ende auch dazu führen können, aus verschiedenen Gründen, dass irgendwann das Ganze einreißt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die größte, dickste, fetteste Hauptschlagader unseres Körpers einreißt, dann entsteht da eine in der Regel katastrophale, massive Blutung, an der man innerhalb kürzester Zeit tatsächlich versterben kann. Weshalb das so ein sehr fulminanter Sonderfall ist von heftig in der Brust, sage ich mal, wo wir tatsächlich auch gar nicht so viele Handlungsmöglichkeiten haben und die wichtigste Maßnahme für uns eigentlich ist, es schnellstmöglich zu erkennen, denn die einzige Chance für die betroffenen Menschen besteht darin, so schnell wie möglich in irgendeiner Form auf dem OP-Tisch zu landen, damit man das Ganze repariert. Genau. Vielleicht, woran erkennen wir das? Das ist ja dann die spannende Frage. Mal abgesehen davon, wir haben das jetzt schon dreimal erwähnt, es gibt einen massiven Verlauf. Ne? Also schockig, kaltschweißig im Extrem, Übelkeit, vielleicht sogar Erbrechen, obwohl da nicht wirklich was hochkommt. Ne? Der Mensch sieht einfach schon mal krank aus. Das ist schon mal ein deutliches Zeichen.
Die Schmerzen werden oft beschrieben, das ist so eine klassische Beschreibung, wenn wir sprechen über die Quality, ne, OPQRST-Schema, als reißender Schmerz. Ja, meistens auch vom Oberkörper ausgehend bis dann irgendwie runterziehend, wie so ja, ein Reißen. Ne? Genau so wird das einmal beschrieben. Passt ja auch so ein bisschen zu dem, was passiert. Das muss auf jeden Fall eine rote Flagge sein. Mitunter wird es auch als Vernichtungsschmerz bezeichnet, weil das eben vom Gefühlseindruck in diese Richtung geht. Genau. Ne? Wenn wir ihn untersuchen, diesen Menschen, kann uns, das ist nicht so häufig, wie man sich das wünschen würde, aber es kann eben passieren, kann uns auffallen, dass der Blutdruck, wenn wir den auf beiden Armen messen, unterschiedlich ist. Ja, also ein paar Millimeter HG-Unterschied sind vollkommen normal. Man sagt so ab 20 Millimeter HG-Unterschied, das ist auffällig. Ja, das heißt, wenn wir jemanden haben und wir wollen richtig gut sein mit Brustschmerz als Symptom, messt den Blutdruck auf beiden Seiten. Wenn er nicht unterschiedlich ist, dann ist gut. Wenn er unterschiedlich ist, das ist auf jeden Fall auffällig. Das sollten wir auf jeden Fall angehen. Genau, auch da wieder Red Flag. Ja, da müssen wir irgendwie drüber nachdenken. Was wir auch manchmal feststellen können, auch das nicht so oft, dass es ein sicheres Zeichen ist und sozusagen es kommt immer. Aber wenn wir es feststellen, dann sollten wir das auch als Warnzeichen eben nehmen, ist, wir nennen dann das ein Pulsdefizit. Ja. Das bedeutet also, dass der Puls auf der einen Seite zum Beispiel ganz gut ist und auf der anderen Seite nicht. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder dass der Puls auf der anderen Seite irgendwie wesentlich länger braucht. Das fällt uns ein bisschen schwer rauszufinden. Ich könnte versuchen, beidseits ihn zu tasten und wenn er unterschiedlich schnell auf beiden Seiten ankommt, ist das schon irgendwie komisch. Ja? Aber ganz wirklich prägnant sollte auffallen, wenn ich auf der einen Seite keinen Puls bekomme und auf der anderen Seite schon. Ja. Ja? Das muss mir auffallen. Das wäre schön. Genau. Von daher, Top-Tipp für die Praxis, heftiger Brustschmerz und tatsächlich auch bei hohem Blutdruck lohnt es sich immer, auf beiden Seiten zu messen und auch auf beiden Seiten mal nach dem Puls zu tasten und zu gucken, ob man irgendwie eine Form von Unterschied findet. Ja. Dann hätten wir damit das Aortensyndrom, so würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ja, das mal so. Das ist wirklich hochgradig tödlich. Also wenn ihr das erkennt, denkt nicht zweimal drüber nach, holt den Rettungsdienst, wenn ihr darum Sorge habt. Abgehandelt eigentlich. Jetzt ist das Schöne, es ist ja nicht immer so dramatisch. Ja? Es meistens sogar, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist heftig in der Brust doch eher ein entspannteres Arbeiten, wenn man dann einmal da ist und sozusagen die beiden Dinge ausgeschlossen hat. Was gibt's als Alternativen? Als Alternativen haben wir, ich habe das eben schon erwähnt, etwas, das wir oft interkostalen Neuralgie nennen. Das ist im Grunde nichts anderes als ein schlaues Wort dafür, dass die Nerven, die zwischen den Rippen so verlaufen, interkostal zwischen den Rippen, wehtun. Ja, die können eingeklemmt sein, die treten hinten ja aus dem Rückenmark auch aus dem Wirbelkanal. Die können da irgendwie eingeklemmt sein und dann tut es halt weh. Das tut auch ziemlich übel weh, es ist schon nicht schön. Ja. Wie kann ich das jetzt unterscheiden? Tja, da sind wir in unserem OPQRST-Schema hätten wir da das P wie Provocation im Angebot. Das heißt, man kann einfach mal gucken, ob beispielsweise durch Bewegung sich diese Schmerzen auslösen oder verschlimmern lassen. Das heißt, klassische Bewegung, die wir im Brustkorb machen, ist allein schon Atmen. Also die Frage, ob das mit dem Atmen schlimmer besser wird, also mit der Atembewegung, oder ob das halt mit Rückenbewegungen schlimmer besser wird oder im Zweifelsfall einfach, wie aus dem Bodycheck bekannt, wenn man mal so Stabilität vom Brustkorb testet, ob es eben durch entsprechende Kompression des Brustkorbes oder überhaupt Drücken am Brustkorb in irgendeiner Form zu Veränderungen führt. Das ist dann tatsächlich, wenn es der Fall ist, ein Indiz dafür, dass wir nicht ein akutes Koronarsyndrom haben, sondern eher ein nervliches, muskulöses Problem quasi. Das ist gut. Ja, es ist weniger lebensbedrohlich, da können wir leichter was gegen machen. Müssen uns nicht ganz so viel Sorgen machen, das ist ein toller Indiz. Ja. Eine zweite Möglichkeit vielleicht, sonst kann man so viel zur interkostalen Neuralgie, glaube ich, gar nicht sagen, die auftritt, die weniger mit Schmerzen verbunden ist, aber die dieses klassische Brustenge- und Luftnotsymptom macht, ist auch gerade bei Patienten, bei denen man sich nicht immer so ganz sicher ist, ob es jetzt vielleicht was Ernstes ist, die Panikattacke. Ja. Und ja, das kann man sich ganz klassisch vorstellen, da ist einfach überschießend viel Angst in dem Moment. Das kann sein, weil der Mensch dafür anfällig ist, das kann durch bestimmte Medikamente, durch Drogen oder andere Substanzen noch verstärkt werden. Das kann auch einfach die Situation manchmal hergeben. Aber da ist also eine massive Angst, eine Todesangst mitunter,
Und die wirkt sich darauf aus, auf unser Stresssystem im Kopf und im Gehirn und eben auch in den Organen, und macht eine Luftnot, eine subjektive, dann atmen die schnell, Stichwort Hyperventilation, und macht aber oft auch das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft und ich kann auch nicht, meine Brust fühlt sich wie zugeschnürt an. Wie kann ich das unterscheiden? Naja, hauptsächlich dadurch, dass es sich körperlich ansonsten gar nicht so auswirkt. Also klassisch haben wir ja gesagt, beim schlimmen Herzinfarkt leidet der Blutdruck. Das haben wir hier nicht. Der Blutdruck eigentlich funktioniert noch weiterhin normal. Wir finden auch vielleicht nicht unbedingt klassische Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Und es wird besser unter Beruhigung. Es wird deutlich besser. Im besten Fall geht es sogar von alleine weg. Das Problem ist, das dauert einen Moment oft, bis wir diese Symptome loswerden, bis wir die Leute soweit beruhigt haben. Und wir können, wie wir sicher vorher keinen Herzinfarkt diagnostizieren können, auch das nicht immer sicher unterscheiden. Das heißt, da gilt die übliche Devise, wir spielen die Karte sicher. Wenn wir uns nicht sicher sind, ist es eine Panikattacke oder ist es ein Herzinfarkt, dann gehen wir vom Herzinfarkt aus. Aber auch das darf man gerne eben im Kopf haben. Auch Panik, auch Angst macht eben mal Brustenge, macht mal Luftnot. Und ähnelt sich dann eben im Symptom. Was man sagen kann, bei der Panikattacke natürlich quasi mitunter bis zum vollständigen Verschwinden der Symptome, aber auch bei allen anderen Dingen, die wir heute angesprochen haben, ist natürlich eine engmaschige und gute Betreuung und Beruhigung der Patienten essentiell. Denn gerade bei allem, was so am Herzen passiert, ist ja das Problem tatsächlich immer dieses Missverhältnis zwischen Bedarf und Angebot. Und Menschen zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass eben der Puls runtergeht, dass der Körper ein Stück weit runterfährt, senkt natürlich den Bedarf des Herzens. Das heißt, dieses Defizit kriegen wir kleiner. Also selbst da, wenn man es, auch wenn es total banal klingen mag, ist allein eine gute Betreuung und Beruhigung von Patienten schon ein richtig guter Schritt, auch in Richtung Behandlung und in Richtung Verbesserung der Symptomatik und auch der, ja, ganz banal, Überlebenschancen. Von daher eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir überhaupt bei allen Patienten treffen können. Das ist eigentlich schon alles zum Brustschmerz. Ein Anliegen hätten wir noch, das hat eigentlich ist genau kein Brustschmerz-Thema. Und zwar, dass wir nicht vergessen, wir haben das im letzten Mal schon ein bisschen angesprochen, ja, gerade Herzinfarkte müssen nicht immer Schmerzen in der Brust verursachen. Und ganz besonders anfällig sind da bedauerlicherweise Frauen, die das eben oft im Oberbauch haben. Das war beim letzten Mal der Fall. Denkt dran, es kann auch Rückenschmerz sein, es kann auch der Unterkiefer sein, es kann natürlich ganz klassisch auch der linke Arm sein. Aber eben auch bei Rückenschmerzen, auch bei Oberbauchschmerzen und insbesondere auch bei starken, starken Unterkieferschmerzen. Denkt immer mit ans Herz. Ja, Punkt. Ja, ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen, uns mit diesen weisen Worten von Nils verabschieden und dann sagen tschüss, bis zum nächsten Montag, wenn wir uns wiedersehen. Ansonsten mein Standardspruch, abonniert unseren Kanal, empfehlt uns weiter, drückt die Glocke, ihr wisst ja, nicht wahr? Macht's gut, tschüss! Ciao! Schalte ich dann mal ab.